Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, es geht mal wieder um Vergaser. Vergaser-Videos sind immer ziemlich beliebt und ich muss auch sagen, ich weiß warum. Ist ein heißes Thema und immer wieder denkt man, na Mensch, wie mache ich es richtig, welche Düse mache ich rein? Und heute mache ich ein bisschen Werbung für neue Produkte bei uns im Shop. Die sind jetzt ungefähr seit, ich schätze mal, einem Monat, zwei sind die drin. Und ich finde sie total cool. Und jetzt zeige ich euch mal, worum es sich dabei dreht. Und zwar habe ich jetzt hier mal zwei Vergaser ausgepackt. Das eine davon ist jetzt schon mal aufgeschraubt, das andere mache ich gleich auf. Und wir hatten immer ein riesiges Problem. Ihr kennt das bestimmt, ihr wollt irgendwie einen alten Vergaser aufschrauben und oftmals sehen die Schrauben einfach so aus, die Düsen. Ich habe die jetzt mit Absicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt selber keine alten mehr gefunden, weiß aber, wie oft das schon passiert ist. Ich habe die jetzt mal malträtiert, ne, dass ihr seht. Oftmals passiert das einfach mit dem Schraubendreher, wenn man zu viel drückt, dass sie dann so aussehen. Und andersrum, wenn die lange drin sind, kann man sie oft nicht aufdrehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, na Mensch, ich bin noch ein bisschen erkältet, was kann man denn dagegen tun? Und da gibt es jetzt neuerdings bei Langtuning Hauptdüsen mit einer Schlüsselweite. Das heißt also, du kannst einfach, wunderschön, ich probiere mal eine raus, ganz einfach Schlüsselweite, Schlüsselweite 6. Dann kann man das ganz einfach mit einem Schlüssel in dem Vergaser anziehen und kriegt es auf und auch zu. Jetzt muss man aber trotzdem bedenken, dass man natürlich mit so einem Schlüssel schon eine gewisse Kraft hat. Also beim Zudrehen sollte man hier nicht seine ganze Kraft mitnehmen, dann wird mit Sicherheit die Düse abbrechen. Aber vorsichtig angezogen und in jedem Fall bekommt ihr jede Düse, auch nach 5 Jahren oder 10, die da drin sind, auch ganz einfach wieder raus. Und natürlich sagen dann wieder Leute, brauche ich nicht, aber ihr werdet sehen, wenn ihr es erstmal benutzt habt, ich finde es absolut genial. Die Hauptdüsen gibt es bei uns im Shop, ich stelle euch einen Link drunter. Gibt es verschiedene Größen, das ist jetzt zum Beispiel das Set von 68 bis 90 und so weiter. Das sind auch einzelne kleine Schritte. Können wir mal schauen hier, dass wir uns alles lesen können. Dann ist das immer schön sortiert in so einer Box drin. Ihr könnt euch das in die Werkstatt legen. Und wenn ihr eine Düse braucht, könnt ihr damit total genial euren Vergaser abstimmen. So, und kommen wir zum zweiten Produkt. Dafür mache ich den anderen Vergaser mal auf. Jetzt haben wir hier vorne das Ding. Das ist die Leerlaufdüse. Hätte ich euch auch an dem Vergaser zeigen können. Ich möchte jetzt aber zeigen, was der Unterschied ist. Deswegen wechsle ich die mal. Und zwar gibt es Leerlaufdüsen, die länger sind. Auch die Düse beim Festziehen darauf achten, nicht zu viel, sonst bricht sie ab. Schon fest, dass er hängt. Jetzt halten wir die zwei Vergaser nebeneinander. Und jetzt sieht man schon, das ist hier der Schwung ein bisschen schief. So. Und jetzt sieht man schon, wie viel die Leerlaufdüse länger ist als die originale. Ne? Ihr könnt es sehen. Schaut es mal nah ran. Und der große Vorteil ist eben, egal bei welcher Schräglage, wir haben ja in dem Vergaser in der Wanne immer ein gewisses Niveau. Man sagt vielleicht, wenn man den Schwimmer einstellt, dann macht das dann ab, den Schwimmer, sollte das ungefähr bei der Nase stehen. So, jetzt ist diese Düse normalerweise von der Höhe her, Moment, ich hole mal einen Stift. So, ich messe bis zur Nase, so, dann haben wir jetzt hier 15,62, genau das gleiche male ich mir jetzt hier an die Wanne als Strich. Das wäre dann so ungefähr mein Benzinniveau. Wenn ich jetzt mal die Leerlaufdüse daneben halte. Moment, zuerst originale. Also den Vergaser mit der Leerlaufdüse daneben halte. Moment, ich mache mal den Schwimmer noch ab. Macht Sinn. Jetzt halte ich das hier mal daneben. Dann sehen Sie schon, wenn wir wirklich auf dem Niveau sind, wo der Strich ist, ne, ihr erkennt das, den Strich hier, dann seht ihr schon, dass die Düse oftmals gar nicht in der Soße hängt. Das heißt also, die steht mit ihren Schlitzen und so weiter nicht im Benzin drin. Und genau deswegen gibt es dann diese Düse. Jetzt habe ich ja die Dichtung nicht drauf. Ja, das macht ungefähr einen Millimeter Unterschied, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. So, jetzt tue ich hier nochmal die Höhe von dem Ding machen. Schwimmer raus nochmal, dann sehen wir nichts. So. Und jetzt sehen wir, wie die Höhe zum Strich steht. Und dann steht die Düse wirklich im Benzin und kann halt wirklich was ansaugen. Ja, nochmal zum Vergleich. Ich muss es nochmal zurück machen. Es ist wirklich erschreckend, dass wir das nicht schon viel eher gemacht haben, solche Düsen zu bauen, weil passiert genau das hier. So. Und deswegen gibt es jetzt lange Leerlaufdüsen. Wir waren übrigens dieses Mal nicht die Ersten mit der Idee. Die kam von Jeffrey Wiesner. Vielen Dank dafür. Nichtsdestotrotz gibt es die Düsen bei uns im Shop.
Könnt ihr bestellen. Ich stelle euch einen Link drunter und auch die Hauptdüsen. Und da gibt es verschiedene Größen mit der Größe und den Schlüsselweiten dazu. Und dann könnt ihr euren Vergaser schön abstimmen. Und vor allem habt ihr eben auch nicht mehr die Abstimmprobleme mit dem Vergaser. Weil wenn der Schwimmerstand jetzt ein bisschen zu niedrig ist, habt ihr trotzdem immer das Problem, dass die Leerlaufdüse nicht drin ist. Und das ist halt ein Riesenproblem. So, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Und ihr habt wieder ein Produkt, was ihr auch für eure Simme einbauen könnt, was euch wirklich dabei weiterhilft, das Ding besser und einfacher vor allem abzustimmen. Wie gesagt, das größte Problem ist eigentlich, wenn die Leerlaufdüse nicht im Sprit drin hängt oder nur an der obersten Kante, dann saugt ihr auch den Sprit an. Und deswegen eine lange Leerlaufdüse und der Vergaser wird viel besser und viel einfacher einzustellen gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ihr dürft euch übrigens freuen, die Frequenz der Videos geht hoch, aber ich erkläre vorher noch was dazu. Das kommt in Kürze. In diesem Sinne, sportfrei und bis später.